Mondstein. Krieg und Sieg. Genau. Sicherheitssysteme, wir haben Schnellreise! Pally? Verdammt, was ist da drüben los? Das der Begriff ist nicht happy. Wer zum Teufel ist das? Ich hab ne Mondbuggy-Skin-Anpassung. Bin tot. Okay. Braucht jemand ne Mondbuggy-Skin-Anpassung? Der Begriff hat die ganze Zeit für Sabendern gearbeitet. Oh, wir treffen uns in Concordia. Die ist aber auch nichts wert. Gebrauch des Wortes Reden gehört und verstanden. Oh Mann. Ja, ich muss verkaufen, Alter. Ich muss mal hier ganz rum um die ganze Chose und da zu dem Laden hin. Das Einzige, was wir machen müssen, ist sterben irgendwann. Und Steuern zahlen. Oh ja, das ist ja... Das kannst du machen. Der Tod und die Steuer, ne? Du weißt doch, ich muss nichts außer sterben und Steuern zahlen. Ich überlasse dir das Steuern zahlen. Du sterben. Zahlst keine, oder was? Hallo, wir haben das Geständnis auf Band. Ich bezahle natürlich immer meine Steuern, lieber Staat. Leider. Hey, du bist doch angestellt. Ja. Ich würde gerne echt diesen komischen Schalter da oben umlegen. Oh lol, was ist das? Nein! Du, welcher Wichser hat die gerade gekauft? Oh, die habe ich mir jetzt geholt. Ist das wieder eine Waffe? Nee, halt, stopp. Hat sie ein großes Magazin? Dann brauche ich sie nicht. Die hat eine Magazingröße von 30. Ist das eine Elektro- oder eine Feuerwaffe? Es ist eine Eiswaffe. Ja, behalt sie erstmal. Ah, es ist schade. Also, sie ist halt deutlich besser als mein Firestarter. Nee, alles gut. Behalt erstmal. Du bist doch immer ein scheiß Firestarter, ey. I'm a Firestarter. So, wohin müssen wir denn jetzt? Nein! Ich würde gerne diese Dings machen. Was? Den Kasten, den wir vorhin machen wollten, Flo. Den, ja, aber... Doch, ich weiß, wo man da hin muss. Ach Quatsch, Alter, das ist nicht wert. Das ist nur eine ganz normale Standard-Waffenkiste, also eine rote Waffenkiste. Waffenkisten sind die besseren, oder? Ja, ich weiß, aber bis du da jetzt da bist, das dauert viel zu lange. Ja, warte, lass mir nur einen Versuch. Man muss hier nur... Okay. Ich muss nur hier das machen und dann hier einmal den Nippel durch die Lasche ziehen. Lebewohl. Frage, was haltet ihr vom... Was? Was? Okay. Was halten wir vom straffestem oder vom straffestem in Deutschland? Verstehe ich nicht. Eventuell ist es mit dem Handy geschrieben und sollte Salafisten heißen? Salafisten, straffesten? Nee, straffestem. Könnte schon sein. Aber... Okay, man kann da nicht hin. Kann ich nicht lesen. Na toll. Ihr könnt euch gegenseitig mit Sauerstoff beleben, das geht schneller, vor allem in Räumen mit Sauerstoff. Okay. Und gerade bei mir, weil ich das nicht brauche, ist das gut. Ja, stimmt, ich muss mir bloß unbedingt angewöhnen, Q zu drücken. Hast du überhaupt eine Sauerstoffleiste? Ja, ich kann ja auch Oskits benutzen, also Oskits ausrüsten, anlegen. Aber stopp, stopp, du verbrauchst die Scheiße ja nicht. Oh mein Gott, das ist voll unfair. Ja, ne? Ja, dafür habe ich ja auch am wenigsten Health von allen. Wie viel? Ich dann Mimimi? Gerade 108. Echt jetzt? Ich hab 212. Ich sag ja auch jetzt gerade 108, ich war ja verletzt. Ach ja. Nee, keine Ahnung, wie viel Health ich hab. Ich bin dafür, dass wir Flo eintauschen. Ich will einen anderen Klepter. Bist du behindert? Für die, zwei Neulinge unter euch quasi. Ihr wisst, dass ihr... Nein, ich fahr nicht mit. Bleib stehen. Flo, erzähl weiter, was? Ihr wisst, dass ihr, wenn ihr E gedrückt haltet, alles auf einmal aufnehmt? Ja. Gut. Also, eine neue Richtung. Ja, wir haben eine ganze Menge jetzt. Komm, den machen wir schnell tot. Kehre zurück nach Concordia? Ja, wir können jetzt durch sämtliche Eingänge, die uns halt irgendwie passen, zurückkehren. Ich glaube, wir können auch Schnellreise einfach benutzen. Nein, wir fahren.
Wir machen's wie Gronkh. Ich hab die Wachen bestochen. Gronkh? Also einfach durch die Security. Der fährt doch auch immer überall hin oder läuft überall hin, statt Schnellreise zu benutzen. Echt? Oh. Hä, nee, halt. Das ist gar nicht. Yay! Hup. Ich hab mich heute. Kennt ihr Olli? Das? Mhm. Olli ist im Menü. No, Bad Ghost Rider auch. Na, raus da! Wenn ihr so eine Pizza kauft. Das auf die altmodische Tour. Oh, Alter. Alter. Wenn ihr eine Pizza kauft, dann ist die ja in so einem Pizzakarton. Easy. Ja. Und ich mache die immer so auf, dass ich die an einer Seite aufpule und dann streife ich mit dem ganzen Finger, also mit dem Finger einfach nur das ganze Ding lang, dass es auf ist. Hm? Bett. Und Bett? Heute habe ich es geschafft, mich an einem, ihr wisst ja, wie dick so ein Pizzakarton ist. Oh, nicht, sag mir nicht schneiden. Und ohne Scheiß, ich habe mich heute mit einem Pizzakarton so tief in das mittlere Glied meines Zeigefingers geschnitten. Kannst der pulsiert richtig, jetzt hier beim Zocken, weil der die ganze Zeit auf D, F, G, R, C... Das ist richtig bitter. Voll Gänsehaut. Wie kann ich mit einer Pizzakarton? Du, das habe ich auch nicht. Das habe ich nicht gewusst, obwohl, dass es geht. Mit einem scharfen Messer geschnitten wurden, dann kann es ja passieren. Knusper, Knäuschen, wer knabbert an meinem Häuschen? Knusper, Knusper, Moxie, was? Komm herein, wir zwei haben ganz bestimmt Spaß. Boah, krass. Ey, hier ist ein blaues Ost-Kit. Habe ich gelesen. 2200, ey. Das ist gut. Ja. Okay, ich initiiere die Reise. Jo. Der Olli ist im Menü. Gar nicht. Gar nicht. Kurze Frage an den Chat, wie ist denn der Ton so? Also, das Mikro. Würde mich wirklich interessieren, weil das ist das erste Mal, dass ich mir so ein USB-Kondensator-Mikro gekauft habe und das ist halt übelst nice. Ist Auna oder was hast du für eins? Was? Also ich finde, du klingst deutlich besser. Was für eins hast du denn? Ich habe einen Razer Siren und bin übelst begeistert von dem Ding, weil das ist halt echt Plug and Play. Also ohne irgendwelche Installationen von. Okay. Von Treibern oder irgendwas und das ist halt echt mega. Und im Gegensatz zu dem Headset, was ich vorher von Razer hatte, was nämlich übelst, also in der Sprachqualität, Ton okay, aber die Razer Headsets sind in der Sprachqualität übelst krebserregend. Man sagt nicht Krebs, sowas existiert nicht. Doch. Okay. Doch, Krebs gibt's auf jeden Fall. Gesehen, wo die Schatz- also zu sagen, es gibt keinen Krebs, ist ja dumm. Das ist ziemlich dumm. In der Mitte. Nee, da kannst du so Regie nehmen, oder? Hier rüber. Wo muss ich mich denn für Shift anmelden und was bringt mir das? Nee, das ist, da kriegst du immer mal Codes für goldene Schlüssel, aber das lässt sich auch anders regeln. Nö, ich werde Boah, öffne, wir haben eh unendlich. Nein, das würde nicht gehen. Lass sie. Glauben wir nur Elektro- oder Feuerwaffen. Wie viele Schlüssel hast du denn gerade? Wir basteln uns einen empörten Zöllner-Clap-Trap. Hol die Aufnahme, Mox. Das sind drei Schlüssel? Mhm. Ja, aber so benutze sie jetzt nicht. So nicht. Ich kann auch ganz viele neue redeemen. Es ändert sich nie. Zum Besseren. Lauert richtig. Nee, wieso, ey, wenn Olli die aufmacht. Macht auch nur Olli die Kiste halt auf, ne? Ja, yeah, ich lass auch Olli. Ich liebe das, diese beiden, DJ Rang und DJ Hast du nicht gesehen? Die halt. Überhaupt nicht wie Daft Punk aus. Boah, das Ding ist. Ja, aber du weißt halt, wer gemeint ist, ne? Also ich würd's nehmen, aber du hast den Vor-Dips drauf. Wer von euch will eine 770 Damage Raketenwerfer mit Feuerschaden? Obwohl, stopp mal, Raketenwerfer. Auf keinen Fall. Das Ding ist richtig krass, aber das hat mir zu schnell, zu langsame Schussgeschwindigkeit. Was müssen wir denn hier gerade machen? Ich habe gar nicht aufgehört. Finde den CU, das ist doch er hier. Nee. Ja, Custom TV. Also kannst du die gerne nehmen, aber wenn du sie benutzt, aber nicht verkaufen. Hier ist der, oder? Hier keiner? Danke, Ego. Gute Nacht, bis bald, wir spielen mal wieder Rocket League oder irgendeinen Scheiß. Mach's gut. Er bricht Gesetze? Erzähl mir mehr darüber.
Okay, ich hätte hier noch zwei krassere. Also, für mich sind interessant, Olli, SMG und Shotguns eigentlich. Ja, dann komm mal her, ich glaube, ich habe hier eine ziemlich krasse Railgun sogar. Railgun, die würde ich gerne mal probieren. Ja, dann komm mal her. Ja, ich stehe hier. Achso, ja, schnapp dir die. Railgun, vielleicht doch noch aus Fallout 4. Die Sniper ist auch nicht verkehrt. Ja, nimm die doch, Alter. Es gehört alles dir, was da ist. Railgun, aber guck mal, das ist ja nicht das, was ich nehme. Railgun, ja. Railgun. Muss ich mal gucken. Wo ist denn nochmal dieser Typ mit dem, wo man die Mondsteine ausgeben kann? Die ist nice. Ja, nimm so. Kannst du dich nicht? Ja, ja, klar, hau rein. Ich bin zu voll, verflucht. Was hab ich denn hier alles? Oh, ja, aber klar, ne? Es heißt, er hat just im Moment ein weiteres Stelldichein mit Serena. Was? Das war nicht. Das mag nach mir geklungen haben, aber. Das ist so geil. Jemand, der die gleiche Stimme hat wie ich. Der Typ ist so unfähig. Das ist so geil. Alter, wo ist denn der? Hier. Oh, ey. Ey, wir haben 31 Mondsteine schon wieder, also ihr solltet auf jeden Fall Sachen kaufen. Ich werde auch gleich. Wo kann man denn da auskaufen? Guck mal auf die Karte, wo ich stehe. Sniper Rifle, wer von SMG, den ganzen da drüben? Achso, Mist. Mal nicht weiter. So, Laser auf jeden Fall, Granaten. Laser auf jeden. Laser sind super in diesem Spiel. Aber was benutzen die Railgun? Auch Laser? Railgun ist, glaube ich, auch ein Laser, ich weiß nicht. Dann wäre es eigentlich eine geile Waffe für mich. Mach hin, Dumpfbacke! Raketen, Shotgun, SMG, holen wir uns ein SMG-Upgrade. Ich mach mal Laser und SMG. Oder kann ich das noch? Ne, kostet 16. Ist auch Laser auf Laser und SMG, oder was? Wo war dieser Laden? Ja, ich mache nochmal Granaten. Granaten ist eigentlich auch nice. Die benutze ich früher oder später auf jeden Fall viel. So. Stimmt, wenn man richtig viele Granaten hat, dann schmeißt man die in irgendwelche Mengen rein, um sich zu retten. Oh, komm, ich hole mir nochmal Laser. 710, 710. Ja, die haben beide tatsächlich Laser, das ist schlecht. Eigentlich schlecht. So, ich habe Rucksäcke übelst gepusht, das kann ich richtig tragen. Wie ich immer mein eigenes Rad so höre, bis er dann so... Er hat so ein übelst hypnotisierendes Laufen, der Claptrap. Wow, 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 wow. Kommt ihr denn zum Fahrstuhl des Berufs? Mhm. On my way. Mein Vater ist der Beruf. Boah, das ist so schlimm. Ja, wir spielen wieder TTT Createx, auf jeden Fall. Bald mal wieder. Aber zum Beispiel Philipp 15945 fragt halt einfach, was mein Lieblingsspiel ist. Und das ist eine Sache, finde ich, die kann man nicht immer mal einfach so beantworten. Oh, pro Genre. Man kann sagen, ich, zum Beispiel, wenn ich jetzt sagen würde Zelda, dann würde ich die ganzen Final Fantasy Spiele vergessen und... Nee, das echt, ich bin da halt übelst, mit der Frage übelst überfordert. Aber es gibt halt Spiele, mit denen ich ganz besondere Sachen halt einfach verbinde. Also zum Beispiel, ich müsste ganz viele Lieblingsspiele aus verschiedensten Gründen aufzählen. Zum Beispiel die ersten 30 Minuten oder ersten 45 Minuten von, im Ernst, du Idioten, The Last of Us haben mich schon so geflasht. Oh ja, Mann. Welches Spiel? The Last of Us. Dazu gehört aber Borderlands 2 zu meinen absoluten Lieblingsspielen. Und genauso wie das Spiel, womit ich wahrscheinlich die meisten Jugenderinnerungen oder irgendwie so, als ich anfing, in Anführungsstrichen, anfing, Core-Gamer zu sein, war dann Phantasy Star Online 2 und so eine, also Volume 2 und solche Sachen. Und das sind halt echt. Phantasy Star Online war super. Ja. Genauso wie Final Fantasy 7, auch Final Fantasy 9, oder hast du nicht gesehen? Achtung, das unerlaubte The Witcher 1, als das rauskam, ich war so, what the fuck? Fallout 2, hat ja kaum einer, der heute Fallout feiert, gespielt, aber es war so gut. Fallout 2 ist besser als Fallout 4, meine Meinung. Ja. Ich war wahrscheinlich alleine mit, aber ich finde es echt... Ich konnte einen mit Intelligenz einsammeln spielen und es hatte wirklich eine Auswirkung. Ja, hat's heute auch noch. Nicht so viel. Nicht mehr so extrem.